Ich nehme für meine Miniaturwelt ein Naturweißpapier. Ich weiß nicht, so ein bisschen seht ihr den Unterschied, das ist so das normale Weiß und das ist so ein bisschen cremefarben. Fangen wir an. Ich würde das so machen, dass hier unten der Boden sein wird und dann nach oben eben der Himmel. Deswegen brauche ich diesen Umfang, um meine Ebenen abzumessen. Und da könnte das einfach einmal das Papier um das Glas wickeln und dann an dem Punkt einen Strich machen. Das ist auch nicht so wichtig, dass ihr genau die Länge habt, weil ihr könnt ja variieren und noch abschneiden, wenn es notwendig ist. Wenn es zu kurz ist, ist es auch nicht schlimm. Ich zeige euch das gleich. So. Ich mache meine Miniaturwelt in dem Stil von Alice im Wunderland, von dem Disney-Film mit Johnny Depp, falls ihr den auch kennt. Und habe dann als erste Ebene, die also ganz vorne hinkommt, so eine Steinlandschaft aus dem Papier ausgeschnitten. Dazu habe ich das vorgezeichnet auf dem Papier und dann ausgeschnitten. Hier war es noch recht einfach, das auszuschneiden, weil es eben diese runden Formen sind, aber die Nagelschere empfiehlt sich da auf jeden Fall auch. Ich habe das, was ich vorgezeichnet habe, gelassen und sogar verstärkt und somit ein paar Strukturen ein bisschen interessanter gestaltet. Die zweite Ebene müsst ihr ein bisschen höher anfangen, da ihr ja die Ebene vor die andere klebt. Da habe ich so eine Graslandschaft gemacht, auch wieder mit Bleistift verstärkt und so ein bisschen Schnörkel mit eingebracht. Es empfiehlt sich bei dieser Miniaturwelt oder es sieht echt schön aus, wenn ihr mehrere Ebenen habt. Deswegen habe ich die erste Ebene, die zweite und dann noch eine dritte Ebene. Dafür habe ich eine kleine Baumlandschaft sozusagen, die habe ich dann zerschnitten, weil mir die Anordnung nicht gefallen hat. So. Und das wird dann hinter diese Ebenen gepackt. Also habe ich jetzt drei Ebenen, wie ihr seht. Und als Mittelpunkt der Arbeit habe ich den Hutmacher gemalt und ausgeschnitten. Und bei allen Elementen habe ich nur mit Bleistift gearbeitet, mit Bleistift verstärkt und genau nur weißes Papier verwendet. Es ist auch echt interessant, wenn ihr farbiges Tonpapier verwendet und eine farbige Miniaturwelt erstellt. Ich habe mich jetzt für weiß entschieden, weil ich das ganz nett fand, diese Bleistift-Kombination mit dem naturweißen Papier. Aber ich meine, ihr könnt auch mehrere Welten erstellen, wenn ihr Zeit und Lust dazu habt. Da würde ich dann aber empfehlen, je nachdem, wie ihr es haben wollt, dass ihr daran denkt, das Vorgezeichnete immer auf die Rückseite zu machen, dass man das nicht sieht. Und da ich ja die Ebenen von hier unten aus aufbaue, habe ich mir gedacht, dass ich so eine Papierscheibe nach unten klebe, sodass es eben unten abgeschlossen ist. Und dann dazu noch so einen kleinen Podest gemacht, damit die Figur sozusagen Boden hat. Und das macht ihr einfach so, dass ihr von dem Glas, das ihr nehmt, einmal eine Bleistiftumrandung zeichnet, dann das ausschneidet, dann nochmal. Und bei dem hier, wie ihr seht, ist dieser Kreis der Umfang von dem Glas. Und dann habe ich 1 bis 2 Zentimeter, je nachdem, wie hoch ihr das haben wollt, den Abstand gelassen, um das aufstellen zu können. Diese Zacken müsst ihr machen, damit ihr, ne, das hier einknicken könnt, sodass das aufrecht stehen kann. Und dazu schneidet ihr Dreiecke in den äußeren Kreis und habt dann hier noch am inneren Kreis knickt ihr dann diese Fransen ein und habt dann so ein Podest.
jetzt alles zusammenkleben. Dafür mache ich jetzt erstmal den Boden in das Glas hinein. Ich habe hier so einen kleinen Schlitz gemacht, wo ich die Figur reinstecke, weil ich leider gesehen habe, dass die zu groß ist für das Glas. Da müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr die Sachen in der richtigen Größe gestaltet. So. Dann sieht es so aus, als würde er im Schnee wandeln. Und der Kopf ist auch ein bisschen instabil. Da würde ich dann an den Deckel auch nochmal so einen kleinen Ständer wie hier unten kleben, dass der nicht irgendwann abknickt mit der Zeit. Das würde ich genau reinstecken. Dann können wir jetzt die Ebenen aneinander kleben. Am besten nehmt ihr Stiftkleber, ich habe jetzt nur Flüssigkleber da. Deswegen echt nicht viel Flüssigkleber verwenden, weil das hält eh aneinander und ihr müsst das eigentlich noch nicht mal kleben, aber einfach damit es nicht so verrutscht ist, bietet sich das an. Ich mache das jetzt ein bisschen versetzt. So. Und die Elemente klebe ich auch schon ran. Ich habe das jetzt alles hier in das Glas gestopft und ich würde euch empfehlen, dass ihr zuerst die aneinander geklebten Ebenen reinmacht. Also erstmal die Platte unten, dann die aneinander geklappten Ebenen, geklebten und am Ende dann das obere Podest. Bei mir war ja die Figur drin. Also je nachdem, wie ihr das natürlich gestartet habt, ändert sich das, aber bei mir hat sich das so angeboten, dann kam mir noch gerade die Idee, Watte unten reinzumachen, sodass es so aussieht, als würde er im Schnee laufen. Und jetzt habe ich eine kleine Papierminiaturwelt mit Bäumen, Steinen, hier ist noch eine Katze und dem Hutmacher.